Mein Vater war sehr einflussreich. Sie nannten ihn Don Vito, ihren Paten. Selbst bei der Hochzeit meiner Schwester Conny trug man ihm folgenschwere Bitten vor, die er aber an Bedingungen knüpfte. Buonasera, du zeigst mir keinen Respekt. Mein Bruder Sonny war sehr impulsiv, was er bald schwer büßte. Vaters Adoptivsohn Tom war unser Anwalt. Die zwei wussten, wie man den Interessen der Familie Nachdruck verlieh. Wir machen ihm ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Mein Vater kam auf Sizilien zur Welt. In Corleone wurde seine Familie Opfer von Racheakten. Vito, du musst hier weg. Du, il tuo nome? Vito Antolini di Corleone. Der Beamte verstand nur Vito Corleone. Im East Village hatte Fanucci das Sagen. Vito begriff schnell: Entweder du wirst kontrolliert oder du übernimmst selber die Kontrolle. So stieg er zum Paten auf. Meine Mutter Carmela schenkte ihm 4 Kinder. Auf Connys Hochzeit lernte ich Kay kennen. Ich versicherte ihr, mich nicht an den Geschäften der Familie zu beteiligen. Doch als der zweite Mordanschlag auf meinen Vater verübt wurde, sah ich mich zum Handeln verpflichtet. Nun war ich also Teil der Mafia geworden. Ich setzte mich nach Sizilien ab. Zwei Leibwächter brachten mich nach Corleone. So lernte ich die Heimat meines Vaters kennen. Auf der Piazza sah ich Apollonia. Wir verliebten uns und heirateten bald. Unser Glück war von kurzer Dauer. Ich hatte ihr einige Fahrstunden erteilt. Nun wusste ich, wie weit der Arm unserer Widersacher reichte. Ich nahm die Beziehung zu Kay wieder auf, obwohl sie die Geschäfte unserer Familie missbilligte. Wir heirateten bald. Kay brachte Anthony und Mary zur Welt.
Als mein Vater starb, wurde mir klar, wie nahe wir uns die letzten Jahre gekommen waren. Nun übernahm ich ganz die Führung der Geschäfte und beschloss, die Position unserer Familie zu festigen. Am Tag der Taufe von Connys Sohn rechneten wir mit den 5 Kapos unserer Gegner ab. Um die Geschäfte in legalere Bahnen zu lenken, verlagerte ich mich nach Nevada und investierte in Casinos. Das wurde mit Argwohn beobachtet. Man lud mich zu einem Kongressausschuss vor, wo sie mir das Handwerk legen wollten. Mit Tom hatte ich eine Erklärung vorbereitet, in der ich jegliche Schuld von mir wies. Es gelang mir zwar, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, doch Kays Vertrauen war zerstört. Trotz der jahrelangen Versprechungen war ich zum Paten aufgestiegen. Die Kinder hatte ich bei mir behalten. Ich fand, ich sei es Anthony und Mary schuldig, dass sie in einer Familie heranwachsen, an deren Geschäften kein Blut klebte. 1980 gründete ich mit Mary eine Stiftung zur Unterstützung sizilianischer Kinder, wofür mir der Vatikan einen Orden verlieh. Die Chance, das Geld so zu waschen, wollte sich auch der väterliche Freund Altobello nicht entgehen lassen, was ich leider zu spät realisierte. Die Beziehung von Mary mit Sonnys hitzigem Sohn Vincent wollte ich unbedingt verhindern. Nach Kays langem Bitten willigte ich ein, dass Anthony sich zum Sänger ausbilden ließ. Voller Stolz reisten wir nach Palermo zu Anthonys Opernpremiere. Doch das Teatro Massimo wurde zum Ort der großen Abrechnung beider Seiten. Ich entging dem vorzeitigen Ende nur, weil Vincent mich im letzten Moment warnte. Nach der Vorstellung flehte mich Mary nochmals um meine Einwilligung an. Dad? Ich war angetreten, meine Familie zu schützen. Dabei verlor ich alles, was mir lieb war.